Ja, herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Wir sind heute auf der Redmobil. So, und der erste Teil, der geht heute los beim Stand, wo ich auch beherbergt bin gerade, und zwar bei Meier Medizintechnik. Da gucken wir mal zusammen mal hin. Und zwar ist er hier von zwei Seiten. Man sieht hier wunderbar auch oben, dass hier es hauptsächlich um Rettungsdienst geht, um die Medizintechnik. Aber natürlich man auch viel für die Feuerwehr da auch. Bei Meier im Laden kriegt man halt auch Feuerwehrdienstkleidung. Man kriegt halt alles Mögliche, ne? So, wir gucken jetzt mal ganz kurz, was dieses Jahr hier ausgestellt wird. Das ändert sich auch immer so ein bisschen. Wir gucken einfach mal zusammen. Ja, das eine Thema, was dann so ein bisschen beschäftigt ist natürlich, auch was einem zum Nachdenken anregt und auch ein bisschen an meine Kampagne erinnert. Ne, ihr erinnert euch, diese Respektlos-Kampagne. Das ist die erste Antwort zum Thema Sicherheit der Einsatzkräfte, dass sie jetzt schon mit schusssicheren Westen und stichfesten Westen arbeiten. Da kann man, je nachdem, was man für Platten reinmacht, halt die Einsatzkräfte schützen vor Übergriff. Also hier habe ich zum Beispiel so ein Modell, es ist relativ leicht. Man merkt aber schon, dass da was drin ist, was schützt. Aber müssen wir uns mit auseinandersetzen. Ne? Natürlich gibt es verschiedene Bereiche bei den Organisationen, was jetzt nicht alles Feuerwehr ist, ne? Was ein bisschen militärmäßiger ausgestattet ist. Das wird ja auch alles behandelt. Was ich ganz interessant finde, und das ist ein Thema, das ist aber auch für Feuerwehrleute ganz interessant. Rettungsdienst wahrscheinlich schon ganz normal. Es gibt Leute, die haben hier so diese Taschen, sehe ich gerade. Und es gibt halt... Hallo, guten Tag. Hallo, Herr Busse. Und es gibt halt diese Packs, die also auch jetzt momentan magnetisch sind. Das ist so der neue Trend. Man nutzt kein Klett mehr, beidseitigen Klett. Es geht um Hygiene, wegen Reinigung der Sachen, dass man die so nutzen kann. Ne? Und da haben wir verschiedene Taschensysteme, wie man das alles im Rucksack verstauen kann. Ne? Ja, dieses Tourniquets, wie man hier so ein bisschen, wenn man stark blutende Verletzungen hat, wie man die behandelt. Das sind so Themen, was vielleicht auch nochmal recht interessant ist für euch. Ist auch eine Kleinigkeit, aber mehr aus für die Medizinleute unter euch. Bitte nagel mich jetzt nicht drauf fest auf irgendwelche Fachbegriffe. Hier kann man halt mit diesem, ich sag mal, mit einer Art Spritze, kann man hier so kleine Plastikkügelchen oder Plastikscheiben rausdrücken. Die sehen so aus. Ne? Die kann man hier so nehmen. Und wenn man die zum Beispiel in eine Wunde macht, eine Schussverletzung, zum Beispiel ein Loch, setzt man so rein wie so ein Korken. Und die quallen innerhalb von einer Sekunde, quillen die sofort so auf. Also die werden sofort größer und verschließen die Wunde. Vorteil ist, wenn dann so ein Ding in der Wunde ist, das kann man halt operativ später besser entfernen. Ist halt nicht so, es gibt auch so Massen, die man reinschmieren kann, um die Blutung zu stoppen. Damit ist es halt dicht wie so ein Korken und man kann es später auf dem OP-Tisch leichter entfernen. Finde ich ganz interessant. Im Hintergrund sieht man, es wird viel Zubehör verkauft. Von irgendwelchen Rucksäcken, irgendwelchen Sparangeboten. Finde ich halt auch, das gehört auch zu einer Messe dazu, wenn man hingeht, will man auch ein Schnäppchen machen. Und das finde ich ganz gut, hier gibt es so eine Ecke, da kann man halt schön zugreifen. Ich gucke jetzt auch mal. Also auch Rucksäcke, ne, verschiedene Patente gibt es ja, wie man Sachen transportieren kann, was auch immer man dabei haben will, spezialisiert. Aber das Schönste für mich hier am Stand ist immer noch das hier. Also wenn das nicht qualifiziert aussieht, dann weiß ich auch nicht. Die kleine Jette. Nur so weit von Meier Medizintechnik, damit ihr wisst, wo ich mich hier die drei Tage rumtreibe. Ne? Dass ihr seht, hier bin ich meistens. Ich gehe natürlich aber auch zu anderen Ständen, auch für euch gucken, was so Interessantes Neues gibt. Und das gucken wir uns jetzt gemeinsam mal an. Los geht's.
Ist geil, Ninja. Jetzt ist der Drive raus, danke. Ja, einmal da bitte. Ne? Wunderschön. Ah, da bitte. Gut anzusehen. So, jetzt sind wir quitt. Die Kamera ist eh aus, die ist nicht echt.